Wir machen das seit 19 Jahren, verzichten wir auf die damals üblichen Weihnachtsgeschenke und unterstützen damit karitative Institutionen. Die ersten Jahre haben wir überregional Institutionen bedacht und in den letzten 15 Jahren haben wir hier auf im regionalen Bereich die Institutionen und Vereine unterstützt. Einfach weil wir davon überzeugt sind, dass es auch in der Region viel Not und Leid gibt, wo man helfen kann. Und wir sind in der Region und möchten dann auch gerne in der Region helfen. Es gibt natürlich Hilfsorganisationen, die sind so gut bestückt, die setzen ihre Spendengelder ein, um damit ihre Sozialräume neu auszustatten. Ja. Ne? Das ist nicht. Deswegen fragen wir vorher schon immer telefonisch konkret nach, wofür soll dieses Geld, also unser konkretes Geld, genutzt werden. Wir haben immer wieder eine hohe Zustimmung von unseren Kunden dafür bekommen, für diese Entscheidung. Denn wir übergeben diese Schecks ja auch im Namen unserer Kunden, die ja keine Weihnachtsgeschenke mehr bekommen. Aber sie haben diese Entscheidung immer sehr gut gefunden und sehr unterstützt. Und wir freuen uns, dass wir Sie hier mit dieser Zahlung, mit diesem Scheck unterstützen können. Ja, dann darf ich erstmal die Schecks übergeben an die Malteser Hospizgruppe Aggertal. Auf Arbeit. Alles Gute, viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Bei der Trauerbegleitung ist es so, dass die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Wir haben im vergangenen Jahr eine Gruppe gegründet für junge Witwen, junge Witwer und möchten das also wirklich gut begleiten durch die Ehrenamtlichen, die das in ihrer Freizeit wirklich machen. Und wir haben die Gruppe gerade gegründet, 10 Ehrenamtliche, die über 1,5 bis 2 Jahre ausgebildet werden zum Trauerbegleiter. Und das Angebot ist ja dann kostenfrei für alle, die es nutzen möchten. Und Trauer ist auch kreisübergreifend. Das heißt, jede Gruppe, Hospizgruppe spezialisiert sich auf einen Bereich. Es kann aber von allen im Oberbergischen genutzt werden. Ja, und da sind wir sehr, sehr dankbar, weil Dozenten, die wir holen und auch meine Ausbildung zur Trauerberaterin, also eine Einzelberatung, die man nutzen kann, sind halt alles ziemlich hohe Kosten. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir direkt anfangen konnten, die Ehrenamtlichen auszubilden. Herzlichen Dank. Die Aktion Lichtblicke. Herzlichen Dank für den Erfolg. Mein Name ist David Fernandes von Radio Berg und das Geld geht an die Aktion Lichtblicke. Familien, die Not leiden in NRW, da gibt es leider sehr viele, das stellen wir immer wieder fest. Da wird natürlich schon geachtet darauf, wo das Geld eingenommen wird, dass das Geld auch wieder zurückfließt in die Region. Das ist eine sehr gute Sache, weil das läuft relativ schnell und unkompliziert. Das heißt, die Familien können praktisch sich melden. Das wird überprüft von der Diakonie oder Caritas und dann wird das Geld relativ schnell ausgezahlt. Weil diese Spendenbeiratssitzung, die findet immer einmal im Monat statt und dann wird immer so ein dicker Ordner bearbeitet. Ich war selber mal dabei bei so einer Spendenbeiratssitzung und dann sieht man, wie viel Elend es doch gibt, was man gar nicht so sieht, also direkt nebenan. Hier gibt es sehr viele Fälle, auch im Oberbergischen, also vor Weihnachten war noch ein Fall und da wurde dann so ein schneller Antrag gestellt. Das heißt, es gab einen Brand und da war natürlich die Familie relativ stark betroffen und das muss natürlich schnell geschehen. Also die können dann nicht irgendwie 3-4 Monate warten, bis die dann Möbel bekommen, ein Bett für die Kinder. So, dann haben wir das Haus Kinder in Not in Eckenhagen. Eine relativ neue Institution. Das Kinder in Not Haus ist das Haus, ganz neu. Ja. Das Josefshaus besteht seit 1871. Ja, wir sind mit dem Kinder in Not Haus in Oberberg gestartet. Das sind Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen plötzlich aus den Familien rausgenommen werden müssen und brauchen dringend eine Unterkunft, eine schnelle Versorgung, Beruhigung der Situation. Die Abstimmung mit dem Jugendamt treffen wir im Herbst, ohne groß zu überlegen, woher nimmst du das Geld, sagt, ich fange wir an. Und jetzt sind wir froh über jede Spende, die dazukommt, denn das Risiko der Investition zumindest wird jedes Mal um den Betrag gemindert. Und die Auslastung und der Bedarf zeigt sich, dass er immens groß ist. Wir hatten schon am 15. konnten wir die ersten Kinder aufnehmen. Ich glaube, am 17. und 18. waren schon 6 Kinder da. Und zum Neujahr war das Haus ganz voll, 8 Plätze voll belegt.